Hallo und willkommen zurück bei eHajo im eHajo-Shop. Ihr werdet es kaum glauben. Ich kann es selber irgendwie auch noch so gar nicht ganz glauben, aber mit heute, 1.10.2024, eröffnen wir unseren Shop endlich wieder. Also wir hatten ja ein Dreivierteljahr Pause, das habt ihr ja mitgekriegt. Ich habe ja letztes Jahr ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ich mache den Shop weg, ich mag den Shop nicht mehr machen, weil zu viel Arbeit und. Hauptgrund dafür war ja eigentlich, dass ich einen Lehrerjob hatte. Ich war ja Vollzeit Berufsschullehrer nebenbei, also nein, ich war Vollzeit Berufsschullehrer und habe nebenbei den Shop gemacht. Da blieb für den Shop nicht die Zeit übrig, die ich gerne hätte. Ja, und wie das halt dann so ist im Leben, läuft halt nicht immer alles so, wie man es gerne hätte, und aus dem Grund habe ich diesen Lehrerjob nun beendet. Also für mich Hauptauslöser, dass ich diesen eHajo-Shop jetzt wieder mache, war eigentlich, es war ja vor einem Monat oder so die Maker Faire in Hannover. Ich war ja von Anfang an immer vom tiefsten Herzen Maker. Ich habe die Maker Faire, also die Make Munich damals mitgemacht, wo ich meinen 3D-Drucker ausgestellt habe, meine Bausätze ausgestellt habe. Ich war dann auf der allerersten Maker Faire Hannover, ich war auf der Maker Faire Berlin, ich war auf der Maker Faire am Bodensee, als die noch damals irgendwie gegeben hat und so weiter. Und ich liebe es einfach, Bausätze zu machen. Ich liebe es, den Leuten Löten beizubringen. Hakko war auf der Maker Faire Hannover vertreten. Ich habe natürlich die Fotos gesehen. Der Simon hat mir da die Fotos zugeschickt regelmäßig. Die haben die Roboterbausätze von uns dort gelötet. Und es ist mir, um es auf unserem Dialekt zu sagen, es ist mir schon brutal angegangen. Also ich fand es schon echt schade, dass ich nicht auf der Maker Faire Hannover war. Es war die 10-jährige Maker Faire Hannover. eHajo besteht seit 2010, also jetzt seit über 14 Jahren. Und es war einfach schade, dass ich nicht dabei war. Und aus dem Grund habe ich auch diesen Beschluss gefasst. Ich widme mich wieder zu 100% eHajo. Ich mache Bausätze. Ich betreibe wieder den Online-Shop mit ganz vielen alten Bausätzen, die wir kennen. Und was ich gelernt habe bei dem Versuch, meinen Shop zu verkaufen, ich bleibe treu, ich mache Made in Germany. Also wir packen die Bausätze hier bei uns, die werden hier gepackt. Klar, eine Platine werden wir nicht bei uns im Keller ätzen, ne? Das spielt sich nicht. Das kommt natürlich aus China. Wir bleiben uns treu, wir machen Made in Germany. Es wird hier bei uns bei eHajo alles gepackt. Es gibt einen komplett neuen Shop. Ich habe jetzt ein neues Shop-System laufen. Ich hoffe, das funktioniert. Es läuft ab 1.10. Es gibt momentan ein paar Dinge zu beachten. Wir haben einige Bausätze noch nicht auf Lager. Wir haben Bausätze in großen Stückzahlen auf Lager. Die Stückzahl steht beim Shop dabei, wie zum Beispiel E-Kit Feuerwehr, Lötübung Roboter, SMD-Lötübungen. Die sind in großen Stückzahlen da, weil das auch die Bausätze sind, die richtig enorm gut in großen Stückzahlen gekauft werden. Bausätze, die auch enorm gut laufen und aber nicht auf Lager sind, da habe ich leere Kisten hier aktuell. Sind zum Beispiel diese ganzen Drahtlötübungen, die wir haben. Lötübung Fahrrad, Eiffelturm, Doppeldecker. Da hatten wir einfach kein Draht mehr da, als wir den Shop geschlossen haben. Der Draht wird ja extra für mich angefertigt. Das ist ein 1,5 mm weich geglühter Kupferdraht, verzinnt, damit er richtig schön zu biegen geht, damit er richtig schön zu löten geht. Das ist eine Sonderanfertigung. Die wird in den nächsten Tagen, Wochen geliefert werden. Auch andere Bausätze. Wir haben teilweise keine Platine mehr da. Ich muss einfach ein bisschen was bestellen. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Unterm Strich dauert es einfach noch ein bisschen, bis wirklich wieder alles rund läuft. Aktuell geht auch nur der Versand in Österreich, also nach Österreich und nach Deutschland. Die anderen Länder, ich werde mich da noch einarbeiten müssen, das kriegen wir dann auch nur hin. Also wenn andere Länder was haben wollen, bitte schreibt es mal eine E-Mail oder so, dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Wir machen den Shop neu auf. Es gibt die ersten 14 Tage jetzt einen Rabatt für 10% auf alles. Wieder da heißt der Code, ich blende es euch auch hier ein, mit dem Rabattcode wieder da, wenn es den eingibt beim Checkout, kriegt ihr 10% auf alles. Wir haben auch neue Lötstationen im Programm. Die alte Hakko FX888 mit den drei Tasten, die gibt es nicht mehr. Die haben jetzt das mit einem Drehknopf vorne dran gemacht. Die haben wir neu im Sortiment. Die Hakko Handlötkolben, also mit direkt 230 Volt einstecken, haben wir im Sortiment. Mache aber nochmal separate Videos für euch. Ihr könnt euch unglaublich freuen, es wird ganz viel Neues kommen. Ich habe irrsinnig viele Ideen. Es werden ganz viele tolle neue Bausätze kommen. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie ich, denn ich freue mich wirklich. Ich bin vom Herzen
glücklich, wieder den Shop zu betreiben. Ich bin wirklich total happy, euch wieder Bausätze zu verkaufen, euch das Löten näher zu bringen, euch da einfach zu helfen, um da eure Fähigkeiten zu verbessern. Weil es ist ein cooles Hobby. Ich löte selber wahnsinnig gern und von dem her finde ich, dass das Hobby einfach deutlich, deutlich mehr verbreitet werden sollte. Wer mich generell total cool findet, auf jeden Fall auf YouTube abonnieren. Und es gibt aktuell Dienstag, Mittwoch, Freitag immer Streams auf Twitch. Also ich streame mittlerweile, oder wir besser gesagt, streamen mittlerweile regelmäßig auf Twitch. Dienstag läuft aktuell das FlapFlap-Projekt, bedeutet diese Fallblattanzeigen, die ich damals geschenkt bekommen habe von der Hami. Da mache ich gerade eine Hardware und eine Software dafür. Mittwoch sind wir mit unserer Sensei Hayo immer am Start. Das heißt, da wird Software programmiert, ESP programmiert und so weiter. Und Freitag gibt es immer alte Hardware. Da bin ich aktuell dabei, einen ZX81 zu restaurieren und nachzubauen. Also da sind wir jetzt gerade dabei, die Tastatur nachzubauen, weil die Originaltastatur zum Beispiel kaputt ist. Also wer bei Twitch dabei ist, schaut auch auf jeden Fall rein. Link und alles immer wie bekannt in der Videobeschreibung unten. So, und jetzt genug Video geschaut. Schaut rein in den Shop. Freut euch. Guckt mal die Artikel durch. Und ich würde mich echt krass, krass freuen, wenn es gleich ein paar Bestellungen raushauen wird. Dann macht es gut. Vielen Dank schon mal und bis zum nächsten Mal. Ciao.